Ja, liebe Leute, ja, wie ihr schon sehen könnt, ich grüße euch. Da hängt das Schild jetzt nun und da soll es auch bleiben. Ja, habe ich ja gedacht, hier so an der Grenze, ne? Ja, so ist das, ne? Mir gefällt das sehr gut da in dem Bereich. Und warum nicht? Ne? Aber ja, ich muss da, glaube ich, noch mal ein paar andere Schrauben reindrehen. Mit Unterlegscheiben. Ja, und dann noch mal ein bisschen putzen, das Schild mal wieder. So. Aber sonst ist es ganz gut. Gefällt mir schon mal. Wunderbar. Ja, Werkzeug hier und Werkzeug da. Liegt überall hier rum. Ach ja. So, liebe Leute. Wir gehen hier noch mal hier hinten, hinten. Hier habe ich auch schon wieder aufgeräumt und sortiert. Guckt euch das an. Neues Regal gebaut da oben. Hier oben die Decke neu rein. Verdichtet, dicht gemacht. Ja, das hat mich schon immer gestört, immer schon genervt. Das werde ich auch noch mal dicht machen hier. Das gefällt mir noch nicht alles. Also und da muss natürlich eine Luke rein. Dementsprechend so eine Wartungsluke, dass man da mal, wenn man Strom na, etc. da mal ran muss. Aber sonst alles. Ja, kann dicht, 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 dicht. Und mir gefällt das so ganz gut, weil ich finde. Ja, bin gerade am Überlegen. Ne, geht doch nicht, schade. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, also wie gesagt, das Bordregal ist, das bleibt ja so, das ist ja gerade, ne, das ist ja nicht schief, aber das davor, also das war Katastrophe, ja, weil auch das hier, da war da oben die Halterung nicht mehr. Also wenn da noch mehr raufgesteckt, auch hier alte Sachen, die habe ich nochmal weggeschmissen. Na, was heißt wegschmeißen? Tue ich ja nie was. Aber ich meine, wenn man doppelt und dreifach Oster- und Weihnachtssachen hat und man braucht nicht mehr so viel Schnickschnack, gebe ich gerne was ab, Leute. Ich gebe echt gerne was ab. Gerne der AWO, die Leute, die nicht so viel Geld haben, die freuen sich darüber und ich bin damit glücklich, ja. Denn was soll ich damit? Ich sammle mehr und mehr Krempel an Weihnachtsdeko und ganzen Gedöns. Und im Prinzip baut man eigentlich nur ein bisschen nur noch auf. Und vielleicht ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung ist auch drin oder draußen. Ist alles okay. Aber das Zehnfache und Dreifache muss man weg. Fünffache und Zehnfache muss man echt nicht mehr haben. Doppel- und Dreifach und 10 Tannenbaumspitzen braucht keine Sau. Ne? So geht mir das zumindest. Also, wie anderen Leuten das geht, weiß ich nicht. Aber so geht es mir zumindest. Und ich muss das nicht alles doppelt, dreifach, zehnfach haben. So, ja. Hier kann ich euch sagen, mache ich mal Beleuchtung an. Und wie ihr sehen könnt, bin ich schon hier am LED-Band beleuchten. Du, 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 du. Geht das hier längs, geht das da längs, geht das da längs. Und dahin. Und das da wieder runter. Ja, so habe ich mir das gedacht. Licht! Mega geil. Ich freue mich immer über Licht. Ja. Und ich bin sogar am Überlegen. Ich weiß nicht, wie lang das Ding ist jetzt hier, das Band. Aber wenn das reicht, dann würde ich da sogar noch unten weiterführen und wieder hier unten durchführen. Ah, ich muss mal gucken. Ja. Meine Spielereien sind gegeben. Ja, aber wieder noch mehr Beleuchtung, Leute. Noch mehr Power, noch mehr Beleuchtung. Denn hier habe ich hier auch Beleuchtung nachher. Oh, Entschuldigung, dass ich mal jetzt so wackel hier mit der Kamera. Aber hier ist ja auch Beleuchtung, ne? Tada. Ja, so ist das eben, Leute. Ja, hier so ein paar Ostersachen. Bewahre ich noch auf hier. Also das sind wirklich Holzeier, Ostereier, schön bemalt. Ne? Also sowas kann man ja noch aufbauen. Da sind jetzt hier 6, 7 Eier. Akzeptiert vollkommen noch. 2 Osterhasen hier noch. Ne? Jo, die bewahre ich auf und gut ist. Alles andere kommt weg. Ne? Ich sage ja, man sammelt sich zu viel Müll und zu viel Mist an. Und irgendwann reicht das auch mal. Ne? Irgendwann ist ja mal Schluss hier. Kann ja nicht immer alles, wie gesagt,
10 Tannenbaumspitzen und was ich alles haben, braucht doch keiner mehr, Mensch. Also das bisschen Weihnachten, was man dann noch so feiert, ne? Also ja, Familien, leider wird der Familienkreis auch immer kleiner. Das ist das Problem. Ne? Man feiert nicht mehr so riesengroße Feste mit 20 Leuten oder mit 10 Leuten, wie auch immer. Das ist alles vorbei. Die Zeiten, leider, leider. Waren schöne Zeiten, keine Frage, aber ja, seht ja, einer der durchdreht, der Putin da. Mann, 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 es ist eine Frage der Zeit, bis wir einen dritten Weltkrieg haben. Ich befürchte es ja beinahe. Die guten Zeiten haben wir gehabt, wirklich. Jetzt geht es mal genau wieder andersrum. Genauso wie wir das eigentlich haben wollten. Schlimm. Naja. Ich sage ja, die Menschheit ist unverbesserlich. So, wenn es um sowas geht. Na. Naja, so ein bisschen was im Garten gemacht, paar Herbstblumen, paar Winter, ja, so ein bisschen Heide eingepflanzt und Chrysantheme und sowas, ne, was Nettes, paar Silberblätter, das ein bisschen gartenmäßig auch was ein bisschen nett aussieht. Kann ja nicht alles nur. Ne. Ja, und jetzt geht das hier ein bisschen weiter mit dem ganzen Kram. Schön hell beleuchtet, ne? Wenn man das hier sieht. Ja, ich will das hier noch weiterführen da und dann geht das da. Und wahrscheinlich, wenn das reicht, dann werde ich das hier unten weiter noch führen. Mal gucken, wie weit ich komme. Erstmal bin ich schon so zufrieden, wie das ist. Mal gucken, wie das weitergeht, ne? Und ich kann euch auch immer den Tipp geben, klebt sowas auf, ja, rohen Holz. Ja, niemals beschichtete Platten oder sowas. Wenn dann beschichtete Platten oder so, was na, mit Farbe drauf ist, dann geht das immer wieder ab, das Band. Da könnt ihr sonst was machen. Könnt ihr natürlich auch schon mit Sekundenkleber geklebt. Geht dann trotzdem ab. Das bringt dann auch nichts. Ja, das ist eben so, ne? Und ich sage mal so, seitdem ich das weiß, klebe das auf rohen Holzplatten lieber. Ja. So ist das, liebe Leute. So ist das, so ist das. So, ich mache jetzt erstmal weiter hier. Nicht, dass ihr denkt hier, der macht ja nie was an der Anlage. Natürlich mache ich was an der Anlage. Aber eben alles in Ruhe und in, ja, soweit ich kommen kann, ne? Die Lampe könnte man eigentlich auch da oben noch hinstellen auf das Board, weil hier unten ist immer so eine Sache, immer gefährlich. Ja, das ist aus Porzellan hier. Und hier auch das Glasding hier ist ja drin. Der wo denn. Na, das muss man ja hier sorgfältig behandeln. Kannst ja nicht einfach sagen, oh, schmeiß ich in die Ecke. Ach ja, das Furnieren nehme ich erstmal wieder runter oder weg hier. Okay. Laternen hier und was weiß ich. Aber das schöne Furnier, guck mal, ich habe so viele Furnier gefunden hier. Also da freue ich mich drüber, über so Furnier. Kann man noch einiges draus basteln, ja? Guck mal an hier. Schönes Furnier. Ja, helles, dunkles. Das lege ich jetzt erstmal da. Vorsichtshalber hin. So. Dass es nicht hier im Weg rumfliegt und dann kann ich den Karton hier mit der Lampe da oben noch mal hinstellen. Ja, das ist schön stabil gebaut. Ja, es wackelt nicht mehr, rüttelt nicht mehr. Dementsprechend ist vernünftig gemacht. Hier extra die Halterung denn also eingepasst hier, dass es nicht hier rum und her wackelt. Ja, ein stabiles, anständiges Brett. Ja, schön dicke. Ja. So ist das. Kann man da auch wieder was Vernünftiges da drauf stapeln, ja? Und muss nicht Gedanken haben, oh, das können wir ja mal zusammenbrechen. Ja. Gut, okay. Ja, ich werde jetzt erstmal weitermachen und dann seht ihr immer die Stück für Stück die Ergebnisse oder, ja, ich sag mal so, wenn ich das rangeklebt habe, dann zeige ich das euch mal nochmal ganz hier. Ne? So, ich verabschiede mich. Was heißt verabschieden? Es geht erstmal weiter hier. Und ja, mal gucken. Bis dann.
Ja, liebe Leute, es werde Licht, ja, es werde Licht. Und so sieht das schon noch mal mega geil aus, oder nicht? Was haltet ihr davon? Licht? Oder? Hä? Ja, das ist da noch nicht Finale, ne? Also nicht, dass ihr denkt, oh, das lässt er da so liegen. Nein, nein, aber ich habe das jetzt schon mal erstmal hier beleuchtet. Oh, Mann, bin ich froh drüber. Jo, das ist schon mal deswegen erledigt. Hier ist auch alles beleuchtet. Beleuchtet, beleuchtet, beleuchtet. Schön hell vor allen Dingen. Freue ich mich richtig drüber. Ja, vor allen Dingen, ich will ja hier auch noch stadtmäßig alles bauen, ne? Ja. Und hier bin ich am Überlegen gerade, einfach ein Holzbrett zu schneiden. Jetzt würde einer sagen, ja, aber wo schneidest du denn ein Holzbrett? Das kannst du auch einfacher machen. Ja, und dann einfach da Felsenform raufkleben. Ich habe doch von Woodland Syndics einfach Felsenform und mache das dann selber. Ich könnte das auch jetzt aus Styrodur machen, aber das ist wesentlich dicker. Finde ich nicht ganz so schön. Oder doch aus Styrodur machen? Eieieiei, ich bin gerade überlegen. Doch das alles aus Styrodur machen. Ja, das ist ja noch. Ich bin am Überlegen und am Schauen und gucken. Tunnelportal da, bla bla. Muss ich nur das Loch wieder dicht machen. Kein Ding, kein Thema. Kommt irgendwas hin oder was eigentlich? Jo. Aber so ist er schon mal wieder aufgeräumt, ein bisschen sortiert. Das kann man immer gebrauchen. Das sind so Metallfüße. Füße kann man immer gut gebrauchen. Ja, aber so ist es doch schon mal schön mit der Beleuchtung. Oder was haltet ihr davon? Oder was meint ihr mit dem angenähten Hals? Ja, ich muss mal gucken, ob das auch alles klebt. Aber eigentlich, ich habe das eigentlich gut geklebt. Also, das ist das Gute, wenn du das direkt klebst auf dem direkten Holz. Ja, und niemals auf irgendwie beschichteten Kram oder sowas oder möglichst noch was Farbe hat, dann hast du richtig, kannst du Ärger haben, musst du nicht, kannst du aber Ärger haben, dass es nicht klebt. Ja, ich habe das jetzt so gebannt, ja, geht da unten noch, geht das hier hoch, dann geht das da, tick, 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 ja. Dann geht das da, dann geht das wieder da. Ja, das geht nicht anders. Das ist eben so. Ja, ich könnte auch jetzt hier nur 10 Bretter weiter unten schrauben und dann gerade Brett. Aber Leute, es ist okay so, ja. Man muss das auch nicht übertreiben, ja. Ja, so sieht das aus. Und dann kann ich auch hier vernünftig was sehen, wenn ich denn hier die Straße weitermache, weiter bastel. Ich habe ja hier. Ich habe zwar hier, jetzt kommt mal mit, ich zeige es euch. Achso, hier kann ich auch natürlich mit Fernbedienung alles wieder, ne? Fernbedienung mit rosa, noch mehr rosa. Ja, ich kann auch hier gelb machen. Sonnenaufgang oder Untergang, orange. Oh. Ist das hier? Das sieht nach blau, bläulich aus irgendwie, ne? Das ist richtig blau. Das kann man nachts so machen. Oder das, mit dem bläulichen. Ja, das ist ein bisschen zu hell. Ich mach mal lieber weiß. So. Ja, auch wieder eine Fernbedienung. Ich finde die Dinger einfach geil. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde das mit den LEDs einfach geil. Du kannst so viel machen. Tageslicht, Nachtlicht, was weiß ich. Du kannst auch hier. Glaube ich, hier noch irgendwie runterstellen oder so. Beleuchtungsmäßig. Ne, das kannst du nicht machen. Was ist denn hier? Slow. Slow. Flash. Oha. Das ist ja auch geil. Jetzt blinkt das natürlich nur weiß. Oha. Da kannst du mal richtig experimentell machen, ne? Mega cool.
So, wir lassen das weiß. Das ist schöner. Ja, also wenn es so um tageslichtmäßig geht. So. Ja. Hier ist ja auch alles LED-Band. Einmal längs. Es ist, ich weiß gar nicht, ist das jetzt heller hier als wie das? Mir kommt es manchmal ein bisschen dunkler vor hier, wie das Ding hier. Aber das kommt man manchmal nur einen vor. Weißt du, das denkst du, hä? Naja. Gut. Und hier kommt dann, ja, ich habe die Gleise erstmal abgebaut, bevor ich hier alles abreiße, ne? Dann kommt das Gleis dahin. Das Gleis kommt hier hin. Und dann geht das hier so weiter. Ich habe das extra erstmal abgebaut, bevor ich das abreiße hier und Schienen kaputt mache. Also, ich wollte mir noch aufschreiben, zwei rechte abbiegende Schienen wollte ich haben. Rechte? Mal überlegen. Links brauche ich doch, oder? Wenn ich mit der, warte mal, Lok hier reinfahre. Haben wir hier noch eine Schiene? Eine Weiche. Schiene. Eine Schiene auch, ja. Eine Weiche brauche ich. Zeig das mal, warte mal. Ich mache das, glaube ich, so. Dann brauche ich das doch gar nicht. Liebe Leute. Wenn ich die Weiche hier hin baue und nicht gar nicht da drüben, sondern ich baue die hier hin, dann brauche ich doch keine rechte Schiene. Hallo. Manchmal bin ich auch ein bisschen verblödelt. Also ich meine, ist ja manchmal so, dass man nicht so ein bisschen gewissen Sachen, wenn ich die Lok jetzt so. Warte mal, ich stelle euch mal auf hier. Nicht, dass ihr wieder jammert, warum wackelt ihr denn da? Naja, manchmal ist das ja so. Da gibt es so Heimis, die dann alles Daumen nach unten machen, weil einer wieder rum was unbedingt sich geil findet, dass er einen Daumen nach unten macht. So, mal gucken hier. Und wenn ich denn. Ich bin gerade überlegen. Kann man das nicht noch da weiterhin schieben? Das Gleis. Haben wir noch kurze Stücke hier? Kürzere, kürzere. Also kurz nicht, aber kürzere. Tja, was haben wir denn hier? Alles so ein Gleis, Gleis. Schienen, Schienen. Warte mal, was ist denn damit? Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Oder nicht? Aha. Guck mal, das kann man das. Oder geht das nicht? Das geht nicht. Oh, da ist ja wieder zu lang hier. Millimeter echt. Millimeter Rotz. Kram hier. Das würde sonst gehen. Das ist auch zum Kotzen. Millimeter, Leute, Millimeter. Aber hab ich nicht noch ein Stück gehabt? Oder wo habe ich das eingesetzt? Hier, ach, hier habe ich das eingesetzt. Können wir rausnehmen da. Ist das genauso lang? Es gibt ja unterschiedliche Längen hier von diesen ganzen. Baby. Ich bräuchte noch mal so ein Stück. Das wäre geil. Aber das habe ich nicht mehr, ne? Schade. Sonst würde das gehen, liebe Leute. Sonst würde es gehen. Denn ich will. Komm da ganz nicht ganz hinten ran. Dann ist es wieder zu lang. Das. Naja, die Schiene. Hm.
auch wieder noch so ein kurzes Stück da reinklappe, würde es gehen. Es würde sonst gehen. Tja. Das muss ich mal gucken, morgen auf der Börse. Eisenbahnbörse. Modellbahnbörse, wie auch immer. Und dann, ich muss da mal aufschreiben, was das hier ist. Was ist denn das hier? McLean? Steht hier zufällig drauf die Nummer oder so? Oder was ist das? Steht da drauf, ne? Wer das sehen könnt, erkennen könnt. Da. 24.094. So ein Stückchen brauche ich. Dann wäre das genial. Können wir das hier auch nochmal hinsetzen? Da würde es auch funktionieren. Oder warte mal. Warte mal. Ja, vorsichtig, nicht alles abreißen hier. Ich will ja nur einen Teil wegnehmen. So, liebe Leute, wenn ich das denn da zusammenstecke, jetzt würde einer wieder quaken, wie warum. Quark keins, ne? Aber das wird trotzdem gut. Wenn ich die Stücke hätte, könnte ich das hier einsetzen, da einsetzen. Das wäre trotzdem gut. Das wäre schon mal richtig geil, ne? Weiche hier, also Endstation da, und man könnte dann die Lok dann da reinfahren und wieder umkehren. Oder wie auch immer. Ja, so habe ich mir das schon mal gedacht. Oh, mich hat eine Mücke gestochen. Halt ein Scheißviecher. So. Ja. Alles nicht so einfach, liebe Leute. Ich sag's euch. Achso, mit der Straße hier, das soll ja auch noch weitergehen. Hier oben soll ein Tunnel rauskommen. Ich glaube, ich baue die Tunnelportale selber, bevor ich mir das Autotunnel mit kaufe, die 33 Euro oder was weiß ich, kosten fast 34 Euro. Kann ich selber basteln. Ja, und wenn ich dann, hier kommt irgendwie Burg, was weiß ich, hin, vielleicht auch noch mit Hügellandschaft und Bäume drauf und was weiß ich. Ich will noch nicht zu viel verraten, was dahin kommt. Hier kommt der Tunnelausfahrt. Beispielsweise jetzt nur sowas. Es ist nur ein Beispiel. Das ist ja nicht ein Autotunnel, das ist ein Zuchttunnel. Und dann kommt dann hier hin und dann kommt die Autos hier raus und dann so. Und dann kommt hier Straße hin. Ja, alles hier Straße, Straße, Häuser dann hier, da im Hintergrund die Straße hier. Ob ich denn hier noch irgendwas mache, irgendwie Büsche, Grünzeug, vielleicht auch, mache ich auch noch einen Streifen hier vorne grün, mit Grünzeug. Ja, ich meine, die Häuser brauchen ja nicht so viel Platz. Sind ja nicht so breit oder fett. Hier kommen noch andere Häuser hin, also nicht diese Häuser. Es kommen noch ganz andere Häuser hier hin. Und
Ja, da könnt ihr schon drauf gespannt sein. Aber das werde ich erst nach Weihnachten verraten. So. Ja, das ist schon mal der Stand der Dinge. Also mir gefällt es schon mal richtig gut, so wie das ist. Andere natürlich wieder vielleicht nicht. Aber mit der Beleuchtung ist mir das schon richtig gut gelungen jetzt mit der Beleuchtung. Kann wesentlich besser sehen hier. Ja, und da oben vernünftiges Board angebracht. Das ist ja, war ja vorher Katastrophe. Hier oben das Dachding, die Spitze hier nochmal dicht gemacht. Das hat mich auch gestört hier, dass alles so offen war. Oh. Und hier werde ich das genauso nochmal machen. Muss jetzt nicht sofort sein. Aber vielleicht mache ich das sogar die nächsten Tage nochmal. Mal gucken, ich muss mal sehen. Das ist nicht ganz so dramatisch, da kann ich immer noch jederzeit machen. Aber hier war mir das wichtig, auf jeden Fall in dem Bereich. So, ja, hier auch ein neuer Trabant vom Busch. Schöner Trabant, ja. Hier Trabant P601 Limousine Silbergrau Deluxe Modell mit weißem Dach und runder Stoßstange. Aha, aber schönes Modell, oder? Hier mit verchromten Stoßstangen hier. Mega cool. Gefällt mir. So. Ja, ich muss mal kurz Cut machen. Dann zeige ich euch gleich da hinten, was ich hier mit straßenmäßig noch weitermache. So. Straßenmäßig mache ich da hinten weiter. Und zwar habe ich hier Modelliermasse ja nochmal gekauft. Jede Menge. Im Weiß zweimal und einmal in Grau sogar schon. Ja, wollte ich. Hä? Das Paket, glaube ich, war 2,99 oder sowas. Da kannst du doch nichts sagen. Also ich habe da ja auch die Pilze mitgemacht und was so. Also das ist wirklich genial. Und da werde ich da hinten die Straße mitmachen. Natürlich mit dem Kopfsteinpflaster-Roller da. Und dann werde ich das da schön hinten machen. Das wird dann auch richtig. Guck mal, wie schön hell das da hinten ist. Seitdem ich da die Beleuchtung gebaut habe, da. Sieht geil aus, ne? Regal wieder vernünftig mal gestaltet da, vernünftig gebaut. Ja, das hat mich gestört irgendwie. Sah alles so flatterig aus. Gut, der hat viele Jahre gehalten. Aber man, wenn man mal ein bisschen was verändern will und vernünftig wieder was machen will. Vor allem will man ja auch vernünftig da oben was drauf bauen und sowas. Ja, drauf gestalten und sowas, ne, in dem Sinne. Das ist da auch Weihnachtsbeleuchtung, muss ja da oben ein paar Regale sein. Kannst ja nicht alles hier auf dem Bo hier unten gut, kannst du da unten verstauen, aber bist du dann auch immer am Krabbeln und was ich. Gewisse Beleuchtung kann da oben bleiben. Das ist vollkommen im Regal. Ich könnte ja jetzt auch die ganzen Regale mit Gebäude da und mit Stadt und was ich da alles schaue. Aber ich wollte nur das eine Regalboard da machen und mehr will ich da gar nicht. Ja. Jo, das ist der Stand der Dinge. Hier bin ich auch schon am Aufräumen gewesen und ja, vieles weggeräumt schon wieder teilweise. Was denn hier so rumstört und mich erstmal stört und nervt. Kommt nachher alles wieder hin. Keine Panik auf die Titanic. Aber auch die Autos, ich habe teilweise Autos schon weggepackt wieder, weil die dann hier so rumstanden. Denkst du, ist ja schön und gut, aber stehen dann hier rum, weißt du, und stauben ein so ungefähr und das will man ja nun auch nicht, ne? So, der Porsche kann hier stehen, dann hier so ein VW Passat kann hier noch rumstehen. Was ist das hier, ein Golf? Der kann auch da noch stehen. So, mehr auch nicht. Hier den Autowaggon, den kann ich auch noch bestücken mit Autos hier drauf. Habe ich auch mal auf dem Flohmarkt gefunden. Könnte man auch noch mal einen dritten kaufen eigentlich, ne? Wenn man nur mal überlegt. Hätte man den und noch mal einen dritten vielleicht noch dazu. Wäre auch nicht schlecht, ne? Mal gucken, ich muss mal schauen. Man kann auch einen Reisezug machen mit den Dingern, den grünen. Ich finde die grünen Dinger schön. Obwohl, ich habe die auch schon blau gesehen. Finde ich die auch schön. Ach, ich muss mal gucken.
Also wenn ich jetzt drei Grüne finden würde, wäre auch gut. Könnte man schönen Zug mitmachen, vielleicht mit den älteren Dingern hier noch dran oder was weiß ich. Ach. Oder eben Reisezug, ein, zwei Dinger und dann Personenwagen, dann daran kannst du einen Reisezug mitmachen. Da kannst du viel, viel machen mit. Ne? Achso, ja, hier. Kühne und Nagel, ne? Da ist Markus ja so scharf drauf auf den. Ja, das ist leider meiner und es bleibt auch meiner. So ist das. Ich gebe ja gerne mal was ab. Wenn ich doppelt und zehnfach irgendwas hätte, habe ich kein Problem mit, ne? Aber nein, den Kühne und Nagel, da bin ich selber stolz drauf, dass ich den auf dem Flohmarkt gefunden habe. Ich glaube, der war für 5 Euro. Den habe ich irgendwie für 5 Euro mitgenommen. Ja. Wer im Internet hochgehandelt. Ne? Kannst du Tasse 60, 70 Euro ausgeben für so einen Wagen oder noch was anderes. Da denkst du, hä, wofür das denn? Gibt's doch schon lange nicht mehr. Deswegen, weil es wahrscheinlich schon nicht mehr, lange nicht mehr gibt. Mein Leben bringt also irgendwie sowas nicht mehr raus. Schade leider. Kühne Nagel, ja, ne? Ja, ich finde es schön. Also wenn ich da nochmal, da muss ich eigentlich morgen meine in der Börse auch mal gucken. Ob ich dann sowas da finde. Mal schauen. Kühne und Nagelwagen. Wenn ich doppelt und dreifach 10 Stück finde, dann sage ich Markus Bescheid. Kann er mir welche abkaufen. Ja. Wenn nicht, habe ich eben. Man, das ist ganz schwer zu finden. Also Flohmärkte, das ist reiner Zufall, dass ich den einen Waggon auf dem Flohmarkt mal gefunden habe. Das ist ganz schwer, sowas. Das ist genauso wie gewisse Kesselwagen. Ich suche immer noch so Esso-Tankwagen. Sowas vielleicht, also vierachsige oder sowas. Ganz schwer zu finden, ganz schwer zu finden. Entweder haben so welche Leute kaum was sowas gekauft oder sowas. Also muss ich echt sagen, das ist ganz schwer, sowas zu finden. Ja, so, ich bin hier schon bei Magnetband. Das ist hier mein neues Magnetband. Das ist schön flach und schön dünn. Könnt ihr sehen. Ja, ich will das trotzdem hier ein bisschen einlassen. Also nicht zu extrem, aber so ein bisschen einlassen. Und dann kommt da Spachtelmasse auf und fertig aus. Ja, es ist nochmal Doppel- und Dreifacharbeit, aber ich habe wenigstens Magnetband und ich bin damit durch. Mal gucken, ob ich das morgen mache, hier mit ein bisschen einfriesen. Denn ich habe heute draußen was gemacht, gartenmäßig, und habe da hinten einiges gemacht. Borte, Regale zusammengesägt und ja, dementsprechend, wie das vernünftig für mich für vernünftig wieder aussieht, wo ich sagen kann, ja, das bricht mir nicht gleich alles zusammen, da die Bude. Ja. Und da bin ich auch noch am Legen, ob ich das hier nicht sogar in eine DDR. Ecke mal hier hinstelle. Also natürlich wird das alles noch bearbeitet. Das ganze Gebäude wird noch bearbeitet. Das bleibt nicht so Plastik-Look-mäßig nicht. Aber ich habe mal überlegt, wenn ich denn das hier später hinstelle, da hinten in der Ecke, DDR-Ecke, man könnte auch dann denn das so optisch so machen, dass man das denn nachher so aussieht, als würden die Autos da weiterfahren im Tunnel. Das hier an der Wand bringen und dann naja, unten auf dem Boden natürlich und den nicht um, dass man das so das irgendwo da anbringt. Oh, Entschuldigung. Ja. So, und mal gucken, wie das denn hier weitergeht. Ne? Mal schauen. Ich verabschiede mich erstmal. Bis dahin, euer Sven Eisenbahner. Tschüss, tschüss.